Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen relativ viel gemacht. In den letzten vor allem mal die Kohlemine ein bisschen geschützt vor weiteren Einstürzen und schauen, dass wir hier jetzt an höhere Kohlemengen kommen beziehungsweise mehr Kohle aus dem ganzen Geschäft hier rausholen können, um in Zukunft hier auch ordentlich was gut zu machen. Was mir gerade noch auffällt, wir können rein theoretisch hier noch Kreuzung, Ecke. Einmal hier so. Damit die Ecke nicht abstürzt am Ende. Bevor wir jetzt anfangen noch hier tiefer zu graben, muss natürlich hier noch ein bisschen Schutz hin. Der ist aber der Erde und kein Abhubraum. Das ist natürlich nicht gut. Was denn, wenn wir uns euch einfach mal sagen, fürs Erste schüttet es hier hin. Sollte ja nicht die große Problematik sein am Ende. Hier geht es auch gut voran. Also es schaut auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut aus. Die Öfen laufen und alles auch in einem schönen Tempo. Kohle ist natürlich hier mittlerweile ein bisschen vernachlässigbar eigentlich. Energie läuft auch hier auf Hochtouren. Und die Turbinen, ja, arbeiten auf minimal, würde ich mal sagen, weil mehr brauchen sie auch aktuell nicht. Ich bin am Überlegen, was wir als Nächstes machen. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, die wir machen. Hier können wir zum Beispiel Kompost mit Wasser mischen, um Dünger organisch herzustellen. Plus Kompost haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Wir haben hier auch Betonmischer 2, der, ich glaube, weniger verbraucht, schaut auf, oder? 2, 4, 6. Für Wasser, ne. Aber der braucht halt wieder andere Sachen. Genau, dann haben wir hier noch die neue Technologie. Hier brauchen wir natürlich Stahl für, um die neue Konstruktion 3 zu bauen. Ah genau, wir waren eigentlich noch beim Schiff upgraden. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Ich hätte gerne zwei Kanonen, eine Panzerung, noch eine Panzerung und würde das gerne in Gang setzen. So, wir haben jetzt hier aktuell auch die Situation, dass hier halt relativ, ja nennen wir es mal, wenig Platz ist. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir machen jetzt hier zwei Schüttgutlager. So. Und hauen dann auf dem einen die Kohle rein, auf dem anderen das Erz. Und dann produzieren die das nicht immer extra nochmal, sondern es wird direkt reingeliefert. So, dafür müssen wir natürlich, einer muss hier natürlich nach vorne gehen. Jetzt seid ihr gleich eingesperrt. Ne, habe ich nicht. Gut, perfekt. Numero uno, numero des. Zack. Ja, der spaltet sich halt hier ab. So. Dann wirst du jetzt für Eisenerz und du für Kohle. Das wäre wahrscheinlich schon einiges früher schlau gewesen, die Idee. Einfach, dass man nicht das Ganze irgendwo extern produzieren lässt, sondern, oder immer mit einem LKW an verschiedenen Stellen reingefahren wird, sondern eine lokale Abgabestelle einfach gibt. Und ich hätte gerne, dass hier der Import aus ist und der Export auch. So wie sich das jetzt nun mal gehört. Dann machen wir jetzt hier mal einen Schnellimport noch.
Das Eisenlager hier, das zerlegen wir jetzt mal schnell auf. Weil das braucht ja keiner. Und dann sagen wir hin jetzt aus und aus. Und dann sollte der das jetzt dahin liefern. Und dann noch dementsprechend füttern das Gerät. Wo fährt denn der mit den Eisen hin? Schaut's ja aus. Oh, schon 100 haben wir schon. Zack. Wieder eine kleine Eisenlieferung. Die Frage ist, warum brauchen die so lange? Sind es die zu. Ah, weil wir jetzt gerade noch ein bisschen Erde erwischen auch. Das macht natürlich auch viel aus, wenn wir einiges an Erde erwischen. Sind wir natürlich ein bisschen langsamer, aber jetzt ist es natürlich so, dass jetzt schön langsam der das auffüllt. Die Produktion sich füllt. Das, was sie braucht, kommt rein. Was nicht gebraucht wird, kommt halt nicht rein. Aber sobald halt ein bisschen was angestaut ist, ist es auch gut am Arbeiten. Wir haben nicht diesen Zwischenschritt so von dem Lager zu dem, zu der Maschine wieder oder sowas, sondern wir haben halt alles direkt an einem Ort. Und das sollte hoffentlich der Produktion ein bisschen helfen, ein bisschen effektiver zu sein. Vor allem, wenn mal die Eisenmine auch effektiver wird. Weil leider scheinen wir gerade noch nicht wirklich im Gold zu laufen, nennen wir es so. So, ich tue jetzt hier einen Bagger abziehen, zwei LKWs abziehen. Ein Bagger, zwei LKWs hier rein. Schauen wir mal, was dann passiert, wenn wir ein bisschen mehr noch liefern, weil jetzt aktuell haben wir ja immer noch leider das Eisenproblem. Dass der hier nicht wirklich weitermachen kann. Wie schaut es mit unserem Schiffchen aus? Noch nicht ganz, ah, es wird. Aber wir kommen voran, weil dann können wir endlich mal die befreundeten Kollegen da beehren und denen mal einen Besuch abstatten und schauen, dass wir da was machen können. Und da kommt Eisen raus hier aus der Höhle. Das sind aber auch mittlerweile schon tiefe Minen, wenn sie allein anschauen, wo wir uns hier hingebuddelt haben. Und wo wir gerade hingehen auch noch. Ich glaube, jetzt haben wir die tiefste Stelle erreicht. Jetzt sehe ich hier ganz viel. Was ist denn in dem einen LKW hier drin? Gestein. So, warte mal, wo ist denn der Bagger? Wir lassen fürs Erste auf der 2-2er Stufe hier. Ich glaube, da stehen wir ganz gut da, wenn wir auf der weiterarbeiten. Bedeutet, ich würde gerne hier runter auf 1 gehen. Dann auf 1 weiter graben. Und den ganzen Bereich darunter auch in 1 aushöhlen. Natürlich kein Bagger, der sich hier irgendwo einschließt. Ne? Das wäre noch die nächste Anforderung an euch, Leute. Kohle ist halt nun mal wichtig. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich hier verarbeiten können. Das Kohlelager ist schon gut voll. Wie schaut es mit unserer Eisenproduktion hier aus? Ja, die schnappen sich immer wieder ein bisschen Erde. Es kommt halt davon, dass wir hier oben gerade die Erdeschicht noch ein bisschen abhaken. Na, hier sind wir aber auch auf einem guten Weg. Ich bin gespannt, wenn das Ding hier fertig ist. Ob sich was verändert, vor allem am Schiff. Bin mir nicht, gar nicht mehr sicher. Ich habe das Schiff nie wirklich angeschaut. Beziehungsweise nie wirklich beachtet. Wir brauchen halt viel Eisen. Das ist... Die Mine liefert nicht so schön, wie ich es mir hoffen würde. Jetzt stehen drei LKWs hier und keiner bei dem da drüben. Das war jetzt auch eine sehr interessante Sache. Aber es schaut echt gut aus. Es ist ja viel zum Gucken und gerade. Das ist natürlich ein bisschen vielleicht nervig. Was willst du machen? Du musst schauen, dass das ganze Ding hier ein bisschen läuft. Die
Eisenproduktion dementsprechend auch vorhanden ist. Und aktuell haben wir auch zu viel Betonsteine, wie es scheint. Ich will, dass das Ding fertig wird. Könnte es nicht schneller fertig machen? Das Lager wird aber langsam geleert. Nennen wir es so. Geleert ja nicht im wirklichen Sinn, aber oh, es fehlen noch 100. Wie produzieren wir hier auf einen Schlag? 8 Stück. Bitte, das sind 8, 16, 32, 48 pro Produktionsrunde sozusagen. Dementsprechend muss es natürlich auch alles laufen. Wie kann denn das eigentlich immer noch laufen? Achso, ja, wir ziehen ja immer wieder was ab. Da war was. Da schau, was da für Mengen teilweise reinkommen. Und das. Ne, der verteilt jetzt hier. Ja, okay. Da haben sie natürlich auch recht. Das da zu verteilen ist auch keine blöde Sache. Wir müssen jetzt auch gucken, wie wir da in Zukunft weiterfahren. Denn hier ist es halt sehr eng. Und ich würde der Produktion gerne ein bisschen mehr Space einfach geben. Einfach ein bisschen mehr Platz, wo sie das alles hinlagern können und auch aufrüsten. Deswegen würde ich gerne gucken, ob wir nicht vielleicht für das Holz einen neuen Lagerplatz finden. Ich habe nicht schon überlegt, ob wir hier nicht vielleicht das Lager hinsetzen fürs Holz. Mal hier zwei frei, dann machen wir jetzt hier ein neues Holzlager hin. Sogar ein relativ großes. Weil dann brauchen wir schon mal Holz. Na, das ist ja die Sache. Wir brauchen ja so selten Holz aktuell. Aktuell von den normalen Hochöfen, die werden ja bestimmt auch irgendwann mal gegen richtige Schmelzen mit Öl oder Benzin Betrieb getauscht. Hoffe ich auf jeden Fall mal. Wäre mega cool, aber da kann ich noch nicht in die Augen der Zukunft schauen. Oh, Schiff ist abdockbereit. Oh, guck dir das mal an. Also die Panzerung siehst du jetzt nicht direkt, aber hier die vier Kanonen. Ich würde mal sagen, wo hat uns das erste Schiff denn belehrt? Gucken wir mal. Da können wir das tauschen gegen Benzin, Rubber gegen Holz und gegen Hühnchen. Was habe ich mit Hühnchen? Ich würde sagen, welcher Weg interessiert mich am meisten? Der hier. Nicht genug Besatzung? Muss ich die Besatzung erhöhen oder was ist hier los? Mannschaft zuweisen. Interessant. Auf in den Kampf, würde ich mal sagen, hier. Los geht's, Schiffchen. Werden die es denn nie? Weil die tun wir jetzt einfach mal das nach oben schnell stellen. Das eine Mal vielleicht das auch wieder macht. Bin gespannt. Erste Passage. Können wir hier vielleicht den Weg außenrum ein bisschen bahnen, aber wenn wir so weit rauszoomen können, ist da bestimmt noch einiges, was wir erforschen können von hier unten. Holy shit, wie kommen wir da weiter runter? Kommen wir hoch? Nee. Destination. Na komm. Jetzt geht's los. Was ist denn unser Schiff? Das sind gleich wir. Alter, wie wir es wegballern. Holy shit, da haben wir auch nicht reingeballert. Erkunde mal hier. Wie viel haben wir denn noch gelagert? Ah ja, einiges. 1500. Traveling to Location 57. Steht es hier? Ach guck, ich sehe auch, wie weit es kommt insgesamt. Mir wird wahrscheinlich dann gesagt, wenn das erforscht ist, oder? Das wird wahrscheinlich, oder? Steht da irgendwie auch, dass es da 100 wird gerade, oder? Ah, erkundet, hier oben steht's. Blindfisch! Wie geht's mit der neuen Mine? Das ist natürlich nochmal ein Ort. Standort erkundet. Hurra! Was haben wir hier? Schwefelbergwerk! Schwefelbergwerk?
Mein Pferd ist gerade wieder zurück. Nicht genug Treibstoff. Wie schaut's hier aus? Nee, auch nicht genug Treibstoff. Aber wahrscheinlich, wenn es erkundet, dann ist zu wenig Kraftstoff für alles vorhanden. Mhm. Also, die schütten auf in Sekundentakten. Das ist ja ganz schlimm. Leute, ich habe nicht erwartet, dass ihr das in 2 Stunden aufgibt. Das war nicht der Plan eigentlich. Ja, dann kippt das bis hier hinten bitte auf. Machen wir so hier. Da haben sie genug zu tun. Da sollten sie hoffentlich genug zu tun haben. Was wir jetzt auch noch machen, bevor hier alles wegkippt. Ein paar Grundmauern einsetzen. Schnell, bevor hier alles wegrutscht. Die Ecke retten. Und die einzelnen Stückchen einsetzen noch. Und dann kann da nicht unbedingt gleich alles einstürzen. Also, da ist schon gut. So. Erstmal alles um die Mine absichern. Jetzt können die nicht auch wieder Beton produzieren. Dann geht auch wieder hier ein bisschen was flöten. Dann sollten die LKWs auch gleich einsatzbereit sein. Ja, dann können sie sich runterbuddeln und es fliegt nicht gleich die Hälfte der Gebiete weg. Ich sag, da denke ich, ist es gar nicht doof, dass wir das so regeln. Da ist es nicht schlecht, die Mine wirklich zu sichern. Und zu schauen, dass nichts passiert, weil sonst geht es genau wie hier, dass wir halt so einen Rutsch haben. Und wenn wir es jetzt lassen, dann sieht man, hier hat es angefangen zu rutschen. Und jetzt ist es hier relativ stabil. Und es wird jetzt immer noch mehr auffallen, je mehr wir hier an den Tag bringen. Asche, jetzt haben wir auch Eisen in Masse. Nicht genug Wohnraum in der Siedlung? Alter, wie viel experimentiert ihr, bitteschön? Erweitern? Ob das jetzt eine gute Idee war? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich glaube auch irgendwie, dass die Nahrungsspeicher mittlerweile eh schon voll ist. Eieieiei. Wie schaut es eigentlich mit unseren Tanks hier? Oh, die sind bummvoll. Ich überlege nicht, ob wir wirklich Kohle austauschen. Und nur noch Kohle für das System hier oben verwenden. Dafür müsste ich aber schnell einen Teil der Maschinerie hier abreißen. Schnell entfernen, schnell entfernen. Hier auch schnell entfernen und hier auch schnell entfernen. So. Dann brauchen wir schnell. Wo? Jedes Mal vergesse ich, wo die sind. Gaskessel. Und dann brauchen wir noch den Rohrleitungsanschluss. Gib mir den Heizkessel. Wie geht nicht? Oh. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem mit der Lieferung. Und dementsprechend mit der Energieproduktion. Also er hält jetzt gerade das Ganze noch am Laufen. Wie viel produzieren die? Ja, 200 schafft der eine jetzt hier. Sie werden schon wieder besser, aber ich glaube, dass wir echt lang ein bisschen Probleme kriegen könnten. Was ist denn jetzt los mit der Produktion?
Was fehlt euch? Elektronik. Warum fehlt euch Elektronik? Weil Kupfer vielleicht? Was ist mit der Kupferproduktion los? Die produziert noch, oder? Soll ich noch einen Bagger zustecken? Wäre das vielleicht was? Noch ein Bäckerchen. Wir sagen jetzt erstmal hier oben Produktion für Holz. So. Dann können wir die alten Lager hier unten auch abreißen. Die ganzen Förderbänder weg. Alles einfach runterrasseln. Jetzt wird es kurz wahrscheinlich heißen, oh, wir sind überfordert. Ist nun mal so. Können wir nichts dran ändern. Produktion wird runtergelöscht. Wir machen uns auch ein bisschen mehr Platz. Ah, langsam werden die Lager voll. Dann könnte nicht das hier auch am Anfang abzureißen. So, jetzt sind sie natürlich stark ausgelastet. Was anderes war nicht zu erwarten. Kupfer ist gestiegen, das ist gut. Ja, die sind jetzt hier bis ganz oben fast durchgefahren. Ich würde sagen, wir schicken die Bagger dann aber hier wieder nach unten. Das Ganze ab. Und sie kriegen von mir erstmal den Auftrag, hier noch ein ordentliches Stück rauszubaggern. Um zu gucken, dass hier der Kupferstand steigt. Kohle haben wir aber auch gerade relativ wenig. Finden die gerade keine Kohle oder was ist hier los? Oder müssen die gerade noch den einen Tank hier voll machen? Das Eisen läuft ja aktuell, wie es echt schaut, aus wie Schnitzel. Das ist ja wirklich erfreulich. So. Und das Schiffchen sollten wir nochmal losschicken. Ich wäre dafür, dass du jetzt mal hier schaust, was hier los ist. Unsere Bagger stehen hier schräg, um auch ja alles zu erreichen. Jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir wieder langsam ein bisschen was. Wie schaut es hier mit unseren Turbinen aus? Die drehen sich langsam, aber schnell, es ist schon an. Die produzieren schon. Wenn alles gut geht, die genügend Massen langsam. Der füllt sich schon. Füllt er sich? Ah, ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen aktuell. Ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich schon fast sagen. Obwohl, es schaut eher aktuell nach leeren aus. Warum auch immer. Aber wahrscheinlich, weil wir nicht kein Wasser nachkriegen. Hä? Das ist natürlich nicht gut. Hier steht schon mal an. Er muss es nur verteilen. Wenn das Wasser da wäre, wäre es super. So, schauen wir mal. Sie müssen nur das alles rankriegen. Dann sollte die Energie fließen anfangen. Ich habe nicht umsonst solche Tonnen an dem Zeug da reingeschickt. Den Wasserfluss füllen. Na komm, ihr schafft es schon. Jetzt sind sie alle in der neuen Kohlemine. Jetzt können sie den Boden hier ausgraben. Da hast du fast reine Kohleproduktion. Ah, ein bisschen Erde kriegst du noch schon. Ansonsten ist es fast nur Kohle. Und jetzt sieht man es. Hier wäre es abgesackt wie sonst noch was. Jetzt stehen wir hier relativ gut. Und wir können unsere tiefe Kohlemine betreiben.
Ohne ein Problem. Wie schaut es hier aus? Haben wir gewonnen? Das ist schön. Schiff ist schon wieder zurück. Oh. Ein beschädigtes Frachtschiff. Das ist nicht schlecht. Schiff ist zu stark beschädigt, was? Reparieren. Eisen haben wir ja. Und sonst auch eigentlich relativ viel. Die Kupferproduktion ist leider nicht so, wie wir es bräuchten, wie scheint. Kupfer, wir haben wenig Kohle jetzt hier. Das taugt mir jetzt natürlich nicht so, dass wir so wenig Kohle haben. Das Kupferlager wird auch nicht wirklich voll. Aber Leute, ich würde sagen, hupsala, Zeit schon wieder übersehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Mine noch um einiges weiter vertieft haben. Also bis dann. Ciao. Everything changes.